Ja, was ist denn jetzt los? Auf geht's! Auf geht's, Bauer! Servus miteinander, der dritte Tag auf der Wiesn, die Sonne scheint und es geht gar nicht besser, meint ihr? Oh doch, the one and only, das wohl heißeste Dirndl schlechthin steht neben mir, unser Wiesn-Playmate 2015. Servus, Jessica! Servus! Sag mal, der dritte Tag jetzt auf der Wiesn, wie fühlt sich das an als Wiesn-Playmate? Also, wenn meine Füße nicht so schmerzen würden, würde es sich richtig gut anfühlen, aber ich genieße es. Man ist ja nicht jedes Jahr Wiesn-Playmate und ich habe vorhin schon gesagt, ich muss jede Sekunde wirklich viel mehr einfach genießen und es, ja, ich bin immer noch irgendwie total platt. Ich kann das alles so gar nicht fast so, ja. So unreal noch ein bisschen, oder? Jetzt stehst du hier im Hofbräufestzelt, alle erkennen dich, alle wollen ein Foto oder Selfie mit dir. Das ist doch eine ganz neue Erfahrung. Wie gehst du damit um? Also ich finde es richtig toll und ich freue mich auch, wenn jemand ein Foto haben will von mir und mich auf meiner Facebook-Seite besucht oder mir schreibt. Also ich genieße es wirklich total. Das muss man auch, weil die Zeit geht viel Absolut. Zu schnell, ja. Sag mal, für alle, die jetzt auch mal ein Wiesn-Playmate werden möchten, was muss man dafür tun? Wie ging es bei dir voran? Also was hast du da alles machen müssen? Also ich habe mich, eigentlich habe ich bei meiner Vorgängerin auf der Facebook-Seite gesehen, dass das neue Wiesn-Playmate gesucht wird und habe mich mit ein paar Selfies beworben. Nichts Freizügiges, ganz normal in Alltagskleidung. Also der Balkon war noch verdeckt oben? Bis oben hin, nein. Hochgeschlossen, die Jessica. Genau. Und ich bin dann wirklich zum Casting eingeladen worden. War ein zweites Mal da, weil es hieß, der Chef will dich kennenlernen. Da musste ich dann ein paar Fragen beantworten. Mhm. Und jetzt stehe ich hier. Jetzt stehst du hier als Wiesn-Playmate. Jetzt hast du ja gerade vorhin gesagt, deine Vorgängerin. Das war ja die Denise letztes Jahr. Ihr kennt euch, oder? Genau, die Denise und ich, wir kennen uns, wir verstehen uns auch richtig gut. Wir teilen uns sogar ein Bett und kuscheln miteinander. Nein, also ich konnte von ihr bisher auch viel lernen. Das Hotel verraten wir jetzt nicht, wo ihr da seid, weil sonst, glaube ich, schaut das dann nachts ein bisschen stürmisch aus von dem Zimmer. Aber sag mal, privat, was macht das Wiesn-Playmate? Was machst du, wenn du nicht auf der Wiesn bist und nicht im Playboy nackig? Also ich bin privat eigentlich eher so der Mensch, wo lieber zum Wandern geht. Ich habe einen Hund, ich gehe gerne spazieren mit ihm und mache eigentlich eher so, dass ich lieber essen gehe in Ruhe oder ins Kino. Also nicht so viel Trubel, aber ja, genau. Aber du weißt ja, privat ist ja jetzt bei dir ja so viel Ruhe gar nicht mehr geboten, weil aus deiner Heimat, wo du herkommst, da gibt es ja noch so eine andere Persönlichkeit, die ja mittlerweile ja gar nicht mehr von der Bildfläche wegzudenken ist, Sarah Nowak. Genau, die Sarah Nowak, Playmate des Jahres. Man kennt sie. Ja, genau. Kommt tatsächlich auch wie ich aus Günzburg. Wir haben uns vorher nie gesehen. Ich habe sie auch wirklich nicht gekannt, obwohl wir nur einen Katzensprung auseinander wohnen, wirklich. Und auf der Angermeier Trachtnacht haben wir uns das erste Mal kennengelernt. Es war schön. Ich finde den Weg, was sie macht, sehr schön, aber wir sind trotzdem eigentlich zwei unterschiedliche Personen. Okay, das heißt, du setzt dich jetzt nicht selber unter Druck und sagst, so, nächstes Ziel ist erstmal vielleicht beim TV Total Turmspringen mitzumachen und dann vielleicht Promi Big Brother und dann Jahres-Playmate oder Playmate des Jahres zu werden? Also wir sagen die Reihenfolge so, Let's Dance und Turmspringen, das wäre das, was ich gerne machen würde. Also Promi Big Brother kommt für dich nicht in Frage oder das Dschungelcamp? Also bisher nicht, ich respektiere die Leute, die das machen wollen, weil jeder, klar, kann seine Grenzen irgendwie anders ansetzen und sagen, ja, das möchte ich jetzt probieren, wie weit ich komme. Ich selber würde dann lieber so ins Sportliche gehen, dann so wie Let's Dance oder so. Ja, ich glaube, ganz viele Zuschauer würden dich auch in einem heißen Tanzoutfit sehen wollen, oder? Sag mal, der Wiesn-Hit 2015. Es gibt ja dieses Jahr gar nicht irgendwie so einen Wiesn-Hit. Atemlos. Da haben wir ihn, ausnahmsweise. Das ist so dein Wiesn-Hit? Ja, ich glaube, der wird auch nächstes Jahr immer noch aktuell sein, der Wiesn-Hit, weil Helene Fischer, das Lied ist einfach atemlos toll. Jeder kann mitsingen, jeder kennt den Text und der wird uns, glaube ich, die nächsten Jahre immer noch begleiten. Das glaube ich auch. Atemlos in aller Ehre. So, jetzt ein paar Wiesn-Tipps für unsere Zuschauerinnen. Und zwar, weißt du, viele denken sich, mein Gott, dieses Wiesn-Playmate, das ist so sexy, das ist so hübsch, das muss man auch mal sagen. Also echt alles, alles an der richtigen Stelle. Traummaße, wie man lesen konnte. Sag doch mal, was ist so dein Geheimtipp für das Dirndl? Was muss eine Frau unbedingt beachten, wenn sie auf die Wiesn geht? Also ich finde, ein Dirndl kann tatsächlich wirklich jeder tragen, weil es einfach kaschiert. Also man sieht keinen Bauch, man sieht keine schlechten Beine oder Schenkel. Ich finde, man sollte einfach gucken, dass es passt, dass es eng, stramm sitzt,
dass man ein bisschen das Dekolleté betont. Dass der Balkon nach oben gepusht wurde. Ne? Genau, es gehört einfach zum Dirndl dazu. Das Holz von der Hütten muss einfach genau da sein. Und wenn es da ist, dann ein paar Socken reinstopfen. Sag mal jetzt noch zum Abschluss, was wünschst du dir für die Wiesn 2015? Also ich wünsche mir für die Wiesn, dass das Wetter auf jeden Fall noch besser mitmacht. Dass wir weiterhin so ein Wetter wie heute haben. Weil ich habe am Samstag den Regen miterlebt. Gestern früh beim Trachtenumzug war es wirklich arschkalt, wenn man das so sagen darf. Und ich finde es einfach schöner, wenn man rauskommt, die Sonne scheint und abends im Trockenen nach Hause kommt. Absolut. Ja. Und genau. Wo trifft man dich, in welchem Festzelt? Also heute Abend im Hackerzelt, also kommt vorbei. In diesem Sinne, Jessica, vielen Dank fürs Interview, eine schöne Wiesnzeit und wir sehen uns bestimmt wieder. Genau. Servus miteinander, ciao.